Dunja, 31 Jahre alt, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Dunja. Ich habe ein Problem, und zwar, ich liebe immer noch meinen Freund oder Ex-Freund, soll ich sagen, und zwar, obwohl er mich verschlagen hat. Wie lange warst du denn mit ihm zusammen? 2 Jahre. Ja. Und am Anfang war es auch gar nicht so. Und wie lange jetzt getrennt schon wieder? Jetzt getrennt seit Mai. Ja. Letzten Jahres. Mhm. Eben, der ist halt, Und am Anfang war das eine harmonische, zärtliche Beziehung? Mhm, genau. Und hinterher, was ist genau passiert? Ja, ich sag mal, ich habe eine Ausbildung gemacht, mhm, und er hat auch keine Ausbildung und nichts. Mhm. Und ich schätze mal, dass es da auch immer mehr Differenzen gab, dass er gesehen hat, ich schaffe es halt trotz allem, gell? Mhm. Und dann bin ich schwanger geworden noch. Ja. Und er wollte sich abtreiben, was ich aber nicht gemacht habe. Ja. Gott sei Dank. Ja, und ich sag mir jetzt, im Nachhinein ist er aber so, es ist ja gerade in Therapie. Er, mhm, möchte gerne nochmal einen Versuch haben. Ich liebe ihn immer noch, aber ich habe natürlich auch Angst, gell? Ja, nur erzähl mal weiter. Du hast gerade gesagt, dass er dich geschlagen hat. Wann und wie oft hat er dich geschlagen? In welchen Situationen und wie oft? Situationen sind eigentlich wegen Lappalien gewesen. Mhm. Es waren Sachen wie, es war mal kein Geld da. Dann hat es geheißen, ich wäre verschwenderisch, obwohl ich eigentlich sparsam bin. Mhm. Er hat aber Drogen genommen. Also er hat Hasch geraucht, Heroin, mhm, geraucht. Mhm. Und dann ging es um Kleinigkeiten wie ums Putzen. Da war halt irgendwo nicht richtig geputzt. Also er hat ja dann einfach eine gescheuert, oder was? Ja, es hat angefangen mit also ganz normale Ohrfeige mal irgendwann mal. Mhm. Und es hat dann auf einmal immer ausgeartet, wie wenn er halt gar nicht mehr er selber war. Mhm. Also in dem Moment war er von den Augen her ganz anderer Mensch. Wie schlimm hat er dich, hat er dich verletzt auch? Ja, also blaue Flecken habe ich gehabt. Also ich war nicht, mhm, verblutig, war ich jetzt nicht, aber, mhm, meine Haare waren verfilzt hinten mal. Hat mir damals in Haare gezogen, wo ich dann in die Schwangerschaft wollte, mir im Bauch treten, dass das Kind also tot geht. Ja, und hat dich auch ins Gesicht geschlagen? Hat mich auch ins Gesicht geschlagen. Ja. Also ich bin Brillenträger, die Brille ist auch kaputt gewesen, alles. Und ich war also fast blind ohne Brille, gell? Er wollte in deinen Bauch treten. Du hast es irgendwie abgewehrt? Ja. Mhm. Wie oft hat er dich geschlagen? Oh, ich weiß es nicht mehr. Also es war sicher gegen Ende um die 10 Mal. Mhm. Mhm. Es wird halt immer heftiger, also. Mhm. Von wem ging dann die Trennung aus? Hast du gesagt, ich möchte nicht mehr? Ich bin ins Frauenhaus. Mhm. Also ich habe noch Sachen mit Polizei rausgeholt und dann bin ich ins Frauenhaus. Also so dramatisch war es schon? Ja, es, mhm, war wirklich dramatisch. Also er wollte mich, er hat mich auch am Ende gewürgt an dem Tag. Mhm. Und das war dann also der Stichtag, wo ich dann weg bin. Dann habe ich Angst gekriegt um das Leben von mir und um das Leben vom Kind auch. Ist das Kind geboren? Das Kind ist geboren, ja. Und alles gesund? Ist alles gesund. Alles gesund. Mhm. Mhm. So, jetzt bist du von dem seit Mai getrennt, seit Mai letzten Jahres. Mhm. Und du erzählst mir jetzt eine richtige Horrorgeschichte, die, mhm, du erlebt hast. Mhm. Und du erzählst mir im gleichen Atemzug, ich komme von dem nicht los. Ja. Wer soll das verstehen? Ich verstehe selber nicht. Ich bin früher genauso ein Mensch gewesen, wo ich gesagt habe, ich verstehe Frauen nicht, die geschlagen worden sind und, mhm, trotzdem zu dem hingehen. Mhm. Aber es sind ja so, es sind immer 2 Seiten. Die eine ganz liebe Seite und die andere extreme Seite. Ja, Dunja, aber ich bin der Auffassung, dass die guten Seiten von Menschen dadurch kaputt gemacht werden, wenn sie sich so aufführen, wie du gerade von deinem Freund, mhm, gesprochen hast. Wenn ein Mann eine Frau schlägt in einer Beziehung, kann der vorher noch so nett und freundlich gewesen sein, ist dieser Mann für mich unten durch. Mhm. Es muss gar nicht immer das Körperliche sein. Wenn jemand in der Beziehung den anderen demütigt, mhm, oder ihn wirklich verletzt oder ihn ganz schlecht behandelt, reicht das auch schon aus, finde ich, um zu sagen, das Gute wird dadurch aufgehoben. Und wenn so schlimme Sachen passiert sind, wie du sie gerade geschildert hast, mhm, mein Gott nochmal, halt doch dieses Schlimme immer dagegen, wenn so die auch guten Erinnerungen an die frühe Zeit kommen. Die müssen doch dadurch zumindest relativiert werden. Ich meine, jetzt ist er aber auch schon seit 11 Wochen in Therapie, deswegen. Ist doch egal. Also, mhm, ich weiß nicht, weißt du, wenn der euer gemeinsames Kind kaputt treten wollte, so muss man das doch, mhm, sagen. Ja, stimmt. Wenn der dich würgen wollte, dann, mhm, ist dieser Mensch, finde ich, für alle Zeiten, als Liebespartner, ist der aus dem Rennen. Für alle Zeiten. Ja, ich meine, klar, es ist im Hinterkopf halt immer drin, gell?
Ich meine, wenn ich ihn jetzt so vermisse, er ist nicht da, vermisse ich ihn schon. Aber was vermisst du denn da? Was vermisst du? In der letzten Zeit war es doch wahrscheinlich nur Angst, die du bei ihm hauptsächlich empfunden hast. Ja, das stimmt, ja. So, was vermisst du denn dann bei dem? Mit Polizeihilfe musstest du die Sachen rausholen. Du warst im Frauenhaus. Ich ermesse schon, was da alles abgegangen ist bei euch. Mhm. Was vermisst du? Ja, das andere, halt im Arm genommen werden, reden miteinander, halt das andere, wo halt auch mal fürsorglich sein könnte. Mhm. Aber das ist alles Lüge bei diesem Menschen, weil er sich so auch verhalten hat, wie du es gerade geschildert hast. Mm. Das sind die zwei Seiten. Ja, das andere stimmt alles gar nicht. Es ist verlogen. Es ist nichtig. Mm. Ich frage mich, ob ich überhaupt mal wieder jemandem so vertrauen kann. Gut, das ist natürlich das andere. Das andere, wenn man sowas erlebt hat, dass man erstmal gebeutelt ist und sehr vorsichtig ist. Und man muss man darf nicht den Fehler machen, dass man den nächsten Menschen mit einer Überskepsis überzieht, ne? Dass man zu vorsichtig ist und in jeder Handlung irgendwie nur das Böse sieht. Aber ich finde, der nächste Schritt ist erstmal für dich, dass du wirklich loslässt von diesem Typ. Mhm. Und dich überhaupt gar nicht erst damit beschäftigst, da irgendwie wieder was einzugehen. Will er es denn eigentlich? Meldet er sich? Will er wieder zu dir kommen? Ja, allerdings. Also deswegen macht er die Therapie. Jetzt ist er auch, bemüht um den Kleinen, muss ich sagen. Mhm. Er strengt sich an. Er ruft mich auch an und sagt auch, wo an seine Grenzen stößt in der Therapie, auch wenn sie ihn reizen. Mhm. Und er auch aggressiv gemacht wird. Und er hat schon mal eine gemacht, da ist er nach 3 Wochen abgehauen. Mhm. Und jetzt ist er aber, er hält's aus. Und sie provozieren ihn auch dort. Es ist ja sehr löblich, dass er das macht und dass er sich dem Ganzen auch unterzieht. Das finde ich auch sehr gut. Und sicher soll er auch irgendwann nochmal eine Chance kriegen. Darum geht es ja gar nicht. Aber ich finde, dass es bei euch jetzt zu frisch noch alles ist. Und es wäre schon viel getan, wenn ihr zumindest einen guten freundschaftlichen Kontakt hättet, auch um Eltern, gute Eltern zu sein für euer Kind. Mhm. Aber als Beziehung würde ich an deiner Stelle erstmal schon sehr auf Distanz gehen, wenn du das so schaffst, nur eine freundschaftliche Ebene mit ihm hinzukriegen. Ich habe mir jetzt mal schon überlegt, ob es eine Möglichkeit ist, ob ich dann einfach getrennte Wohnungen belasse, ja. Sodass jeder seinen Freiraum hat. Ja. Und dann kann man immer noch ein paar Jahre mal schauen, wie es dann weitergeht. Ja, absolut. Hast du etwa überlegt, ihn nach der Therapie wieder in deine Wohnung zu nehmen? Als zusammenziehendes Das könnte ich jetzt noch nicht. Mhm. Das wäre zu früh. Nein, lass das mit den getrennten Wohnungen. Mhm. Versuche schon im Sinne oder für das Kind welche Auffassung hat er denn jetzt dem Kind gegenüber, dass er noch von einem Jahr kaputt treten wollte? Also er schämt sich total und der Kleine, den liebt über alles jetzt. Mhm. Er war ja auch schon mal da, hat ihn besucht und hat wirklich super um ihn gekümmert auch. Mhm. So, gut, das ist ja auch gut. Mhm. Dann versuch es doch mal auf dieser Ebene zu belassen, dass er sich um das Kind kümmert, du beobachtest ihn weiter scharf, ob es wirklich auch ernst ist, ob die Therapie anschlägt und ob es dann auch möglich ist, dass ihr vielleicht eine solide, erstmal freundschaftliche Ebene findet. Und da muss man weitersehen. Eben, klar, Beste erstmal ganz langsam alles angehen lassen. Ja, und versuche einfach mal vielleicht auch als Liebhaber von dir zu verabschieden. Dass du auch offen wirst für eine andere Partnerschaft. Naja, eben so Liebhaber wird sowieso im Moment nicht. Also er war zwar da, aber ich habe zwar schon, wenn er nicht da ist, das sexuelle Verlangen nach ihm. Mhm. Aber wenn er da ist, absolut nicht mehr. Mhm. Dann ist es doch eher so ein freundschaftliches Verhältnis. Ja, das ist gut. Wenn das einigermaßen funktionieren würde, wäre schon sehr viel damit getan. Und halte dir wirklich auch nochmal, auch wenn er jetzt eine Therapie macht und so weiter, er muss noch viel unter Beweis stellen, ob er sich verändert. So schnell geht das alles nicht. Ne? Es ist alles noch zu frisch. Es ist ja nicht mal ein Jahr her. Der muss noch viel, viel ackern, um dass man sagt, okay, der meint es wirklich ernst. Und der, den kann man anders sehen jetzt. Im Moment wäre ich da noch vorsichtig. Ja, das stimmt schon. Alles Gute. Okay, danke, gell? Tschüss. Tschüss.